Hier, ich habe so eine neue Knarre gefunden. Warte. Geil, Junge. Wo denn? Ich habe die im Inventar. Gib mal her. Warte. Wie sieht's mal aus? Aber nicht schießen, oder? Ne, nur zum Angucken. Guck mal. Nice. Ist das ein Revolver? Nee. Krass. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Eine ähnliche Brauchst habe ich du bei die, die Metro Moon gehabt. brauchst du aber noch, ne? Bitte? Brauchst du die Moon für deine Ja, Waffe? ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber doch, gib mir, splitte die ruhig mal, wenn du die. Oder. Ah ne, du hast ja die SKS, ne? Ja. Dann gib mir Schon die mit nochmal. 10 Stück davon. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das da Oder klappt. 12. Weil, ich weiß nicht. Es kommt auf jeden Fall mal vorne was raus. Ich hab sie nochmal dahingeschmissen, ne? Ah ja, okay. Müsste nur gleich aufgetragen. 12, ja. Sind hier keine Boots mehr oder so? Die habe ich gerade geholt. Nur meine Dann auf Schuhe zum noch da. Tower. Ich merke uns, ob hier nichts in den Gebäuden ist. Bitte 50 Häuser abgeklappert, nichts gefunden. Gehst du einmal in diese komische Ruine, findest du 5 Millionen Feuerwehräxte, einen Rucksack und hast nicht gesehen, ja. Viel zu krass. Hallo, so Ruinen, da ist ja auch mehr los als in der Stadt. Natürlich, Oh, da draußen liegt ein großer das Rucksack, ist richtig André. Party immer. Oh, ich habe Angst. Wo draußen? Hier, der rote? Ja. Ja, wie du willst, du hast ihn gefunden. Ich hole dann sonst deinen kleinen. Ja, hol den Kleinen, das ist besser als nichts. So. Ist wieder unten? Ja. Und ich würde sagen, dann laufen wir von hier aus direkt in diese neue Stadt. Was hältst du davon? Danach, wenn wir hier fertig sind. Ja, kann man Oder machen. tot sind. Oder irgendwas hin. Liegt noch ein Hammer drin. Auf jetzt. Bist du schon weiter? Ja. Ich bin jetzt am ersten Hangar. Okay, ich komme. Ersten Hangar. Komm bei den Hunger Ja Games. gut, man sieht dich halt ziemlich gut mit dem roten Rucksack, ne? Ja, egal. Kann ich mit leben, um ehrlich zu sein. Ja, Verwechselheiten, sagst du. Oh, das ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Wenn ich weg will, bin ich weg. Ja, man hat ja jetzt nicht so wirklich viel erreicht mit der neuen Person, also. Oh, doch, eigentlich schon. Findste? Man hat so das Grundzeug alles schon. Ja, gut. Hätte ich jetzt eine M4 oder so, dann wäre ich nervöser. Deine Sagen wir mal M4 so. immer. Ich glaube, ich hätte gern so eine normale Schrotflinte, so eine doppelläufige. Jürgen Häufiger. Doppelläufige. So, warte, hier hinten funktioniert der Trick aber. Oh, Alter, hier sind so viele Zombies, das ist der Wahnsinn, ja. Da liegt auf jeden Fall mal was. Da liegt noch ein Barett. Da liegt noch ein Da ist keiner drin. Sniperhut. Oh, hier ist ein Rucksack, Orangen, André. Großen. Oh, nice. Sehr schön. So, jetzt bin ich besser ausgerüstet. Jetzt will ich nicht mehr sterben. Nichts mehr? Oh, Zombie. Zombie. Oh, unten drin. Oh, der klitscht durch die Wand, die Drecksau. Wo ist er? Keine Ahnung, Mann. Irgendwo unten drin.
Alles ruined hier. Military Boots. Aber hoch kommen sie also nicht? Echt nicht? Ich weiß nicht, der kam jetzt nicht hoch. Dann musst du da unten verrecken. Schlocken raus. Okay. Guck mal gerade hier, ob ich das dann noch kriege. Was ist denn das? Matchbox, ne, brauche ich nicht. Sehe kein Auto drin. Oh Gott! War trotzdem irgendwie geil, muss man sagen, wie das. Oh Gott! Der Zombie unten, der. Oh, lol, klitsche hier einfach mal durch die Wand die Potze auf. Hä? Wo ist denn der jetzt? Ne, ich sehe nicht, ne? Wo bist du? Unten draußen. Oh, der ist bei mir. Komm hier hin. Springt er wie so ein Held jetzt hinter der Tonne hervor und erlegt den. Oder nicht? Eher nicht, ne? Soll ich mal versuchen, ihn abzuschießen? Ja, rein. Okay, ist schon tot. Gott. Müsste ich aber so mal machen, um die auszuprobieren eigentlich. Weil wenn es drauf ankommt, ist scheiße. Lass mal hier hinten weiterlaufen. Okay. In die neue Stadt rein. Ist die so weit oben? Ja. Ich müsste mal da hinten auf diesen Feldweg. Kommt man hier durch? Und wo? Da. Andi, wo tümmelst du dich rum? Beim Looten. Ist das ist keine Angabe. Warst du so lange da unten, wärst du durchgelaufen? Oder Schwanz jetzt. Hätten wir den Arsch gesaved. Ja, hätten doch für mich gewartet, ne? Ja, ja. Nein, wenn du wärst direkt von Anfang an. Ja, laber nicht. Guck mal, wie ein einfach sich keine Fehler eingestehen kann. Was heißt Fehler? Ich muss alles gerade dazu sagen, wenn ich durchgelaufen wäre ich jetzt nicht so equipped. Ja, und? Bist du jetzt, wenn du gleich stirbst, bringt dir Equipment auch nichts. Oder kannst du eine Axt fressen? Tisch. Hat gut Eisen. Ja. Einziges, was du davon hast, ist ein Splitter im Mund. Ich hab die ganze Zeit die Waffe noch gehabt. Und du läufst ohne. Warte mal gerade auf mich. Alles klar. Ach ja. Ich würde sagen, wir könnten theoretisch die Straße ganz außen oben einfach entlang laufen bis zum Airfield, zum Northwest Airfield. Und dann können wir uns da mit den anderen beiden treffen. Ja, die müssten ja da irgendwo noch in der Nähe sein. Außer die wollten jetzt dann zu uns laufen. Wo seid ihr in dem Moment? Ah, seid ihr schon da? Okay. So, was haben wir denn da hinten für Häuschen? Wie geht's meinem Typen eigentlich? Hydrated, sehr schön. Und energized meiner auch. Ne, energized habe ich noch nicht. Da unten steht ein Zombie am Haus. Ah, Haus. Komm hier rum. In the middle of the street. Wir nehmen auch die Abkürzung und laufen uns da nicht den Bogen von der Scheißstraße. Querfeld ein! Dazu fällt mir Querfeld nichts mehr ein. Schipasti. So, das hier ist die ganz neue Stadt, da war ich jetzt auch noch gar nicht. Die ist, dann schauen die wir noch, mal. Die hat auch noch gar keinen Namen. Ich hoffe auch, dass die Zombies die Stadt noch nicht kennen und sich hier noch nicht aufhalten. Hier gibt es einen Supermarkt, zwei Krankenhäuser. Die Stadt hier gar nicht so groß aussieht, aber die scheint randvoll mit Zeug zu sein.
dann schauen wir mal, ob das hier stimmt. Oh doch, die ist doch schon ziemlich groß. Doch, die geht weit. Fangen wir hier die rechte Straße an, oder? Du holst die rechte Schulterlinke, okay? Oder so. Sagten sie, bevor sie sich zum letzten Mal sahen. Ja. Also hier scheinen doch die Häuser alle zu sein. Ja. Das ist sehr schön. Okay, hier ist gerade ein Bug bei mir. Ich komme nicht durch die Tür durch. Gut, dann halt nicht. Boah, Musenhaus. Yay, was zu essen. Ich muss mir keine Sorgen mehr um Platz LOL. Machen. Schon wieder so eine 22er Spotter. Jetzt wollen sie es aber wissen, ne? Ich finde es an jeder Ecke, ohne Scheiß. So, hier haben wir noch Hosen. Was ist denn da? Geile Pants. Bandana. Banana Republic. Ach ja, Holzhaus, ich weiß nicht. Nee, lieber nicht. Was steht denn hier? Gost, warte mal. Gostinica. Gostinica? Ist das ein Hotel oder was? Sieht aus, könnte ich russisch oder was? Hallo. Bist du das? Ja, ja. Oh. Alter. Ja, das Haus steht zwischen unseren Straßen, also. Keine Ahnung. Das ist das Musenhaus auf jeden Fall. Das Schild ist aber noch nicht lange da. Also sehe ich zum ersten Mal zumindest da dran. Ja, das ist wahrscheinlich, weil die Stadt hier neu ist und dann haben die bestimmt alles noch überarbeitet. Direkt mal so einen rausgehauen, indem sie neue Schild dran gemacht haben. Und wem fällt das auf? Sergeant, mir fällt alles auf, Andrade. Genau, das ist mein zweiter Name. Mir fällt alles auf. Genau. Was hat er das? Mac Awesomeville. Aus Awesomeville, Kalifornien. Ja. Das waren noch Zeiten, ja. Ja, ultimativ. Far Cry 2. Spiel war geil. War echt geil. Aber vor allem, Dauer da waren wir nach einer Zeit, waren wir noch richtig gut, ne? Ja, am Anfang immer so schön auf den Sack bekommen. Und irgendwann haben wir mit den Leuten gespielt, außer mit Broly. Ja gut, das war eh Ausnahme. Wobei, das ein Match gab's, das habe ich mit dem Andi gespielt, gegen Broly und Katil. Das haben wir sogar auch noch hochgeladen. Das ist, glaube ich, eigentlich noch fast die zweite oder dritte Video vom ganzen Channel. Nee. So früh ist das noch nicht. Das ist, Es heißt auf jeden Fall ein Licht am Ende der Garage. Genau. Das heißt der Titel von dem Display. Und das ist, von der Far Cry 2 Multiplayer-Serie ungefähr 2 oder 3. Boah, Leute, da ist Folge schon wieder Musenhaus. Meinst du? Das sind Zweiteiler, ja. Ich hier ist eine Axt, André. Den Titel geändert. Im Supermarkt liegt eine Axt. Wo ist denn hier ein Supermarkt? Deine Straße oder meine? Irgendwo zwischendrin. Ah, ich seh's. Weil die Straße irgendwann komisch wurde. Ja, ich seh's. Ist halt nicht wie in Amerika, oh, Schrotflinten, wo du dann so Blockweiler hast. Ich mal mit. Normale Axt oder? Ja, nur eine normale, aber egal. Aber immerhin. Ah, hier hin. Besser als denn. Was ist das da? Basie. Eine Machete. Eine Machete. Wie ein Sergeant Rumpel immer sagt. Ja, wir stehen mal weg. Machete? So. Nee, eine Machete. Eine Machete. Oh, du läufst bei mir hier gerade. Ja, du läufst bei mir durch den Boden. Durch den Boden, ja. Sonst nichts mehr hier gefunden? Oh, hier liegt doch noch eine gute Tomate. Ich esse keine Tomaten. Auch nicht im Spiel, ne? Aus Prinzip. Ja, genau. Esse ich die mal? Ich esse doch eigentlich keine Äpfel, aber schon trotzdem Hit. Hier ist doch keine Äpfel. Ich esse die nicht gern. Mir wird danach immer schlecht, keine Ahnung warum. Alter, was isst du denn überhaupt? Auf jeden Fall kein Obst. Sehe ich aus, wie ich Obst essen? Nein. No, der Big Mac esse ich auch nicht. Ne? Big Mac schmeckt mir nicht. Bist du gar nicht so an Obstgemüse gedöns? Doch, schon. Eigentlich. Ja. Schwein. Gemüse. Ja. Das ist Gemüse. Ja, natürlich. Bei dir, ja. Bei mir gibt es auch. Mit Schwein als Beilage. Ja, wollte ich gerade sagen. Bacon gewickelt.
Boah, geil. Mit Bratsud als Soße. Mit Biskin als Soße. Boah. Oh, da hinten ist eine Feuerwehr. Ja, sehr Alter. Schön. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt nicht dahin, wir looten erstmal hier weiter. Ja, dann fange ich mal hier an. Wir machen das hier systematisch. Hier sind noch Garagen, die gucke ich jetzt noch durch. Ey, Andi, du hast ja echt einen guten Server ausgesucht. Ja, gell. Weil hier sind schon wieder keine Zombies in der Stadt. Mir sind Zombies wie Sau, aber ich bin hier auch gerade irgendwo ganz anders. Was sind das denn für Rounds? Was sind das Mosin-Rounds? 762er mal 39. 39? Ja. Oder sind die für mich? Kannst du mir geben, die brauche ich. Die sind für mich, das sind die SKS-Rounds. Okay, ich nehme die, nehm die mal mit. Und ich glaube, ich habe gerade ein Visier gefunden. Das wäre natürlich mega Premium Austin. Boah, Alter. Ja, ich habe ein Visier gefunden für meine SKS. Ich habe was viel Besseres. Ich habe eine Pascha-Jacke gefunden. Die müsste ich eigentlich aus Prinzip anziehen. Ja, genau das. Boah, ich habe hier so ein Visier auf meiner SKS. Wo bist denn du, Fletch? Warte, warte. Was ist denn die? Oh, die ist damaged. Nee, dann mache ich die weg. Wo bist denn du? Oh, wie viel hatten die? 4. Boah, ich glaube niemand mal, ich probier die. Wie mir einfach keine Antwort gibt, gell? Nee, ja, ist ein ekelhaften Mantel. Ja, warte, ich komm raus. Ich hab mir da nicht gemerkt, wie das aussieht. Ah, hier. Wo ist denn der Mantel? So einen hab ich doch an! Du hast einen vollen anderen, oder? Nein! Brown? Doch, ich hab genau denselben an! Hier sieht das nur anders aus. Hast du doch gegen meinen Pascha-Mantel? Ja. Voll. Ich bin eine Zuhälterfrau. Ich verkaufe Männer. Bist du. Ja. Ich verkaufe Männer, deswegen läufst du doch mit mir. Ja. Ich will dich loswerden, aber keiner will dich haben. Tja, so ist das. In der Apokalypse. Hast du als Callboy verkackt? Oh, Junge. Ohne Spaß. Ich hab schon zwei Nähkästchen, aus denen wir plaudern können. Sehr schön. Ich hab wieder eine Tomate gefunden, die du nicht magst.